Ja, mit Beyond Two Souls ist dann irgendwann auch noch dran. Ich habe eine Trophäe erhalten. Cool. Stimmt, du hast es eventuell im Discord gesehen. Aber diese Quicktime-Events, das ist doch mittlerweile Standard, oder? Auch bei Man of Medan? Ich weiß gar nicht, ist Man of Medan auch von Quantic Dreams? Da hast du ja dann auch so Quicktime-Events dabei. Ich glaube, die haben das irgendwann eingebaut, um diesen cinematischen noch so ein bisschen Pep zu geben. Warte mal. Ach so. Okay, das ist eigentlich klar. Ich muss mal kurz testen, weil gerade da stand, drücke die Touchpad, das Touchpad für die Steuerung. Also wir sind jetzt in irgendeiner Erinnerung. Lauren Winter. Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. Ach so, jetzt weiß ich, wo wir Dritter sind. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite. Das sind die gleichen Chips, Flurs, die gerade Sean hatte. Ich glaube, ich weiß doch nicht, wo wir sind. Ich dachte gerade ein bisschen FSK 18 mäßig. Typisches Erwachsenenspiel. Na, ob ich da die Richtige für bin? Ich denke auch, also ich mag an den Spielen ja auch, dass je nachdem, was für Entscheidungen du so triffst, du kannst das Ende beeinflussen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das bei Heavy Rain so sehr beeinflussen kann. Weil ich glaube, jetzt erfahren wir gerade erstmal, was die Story eigentlich ist. Aber bei Detroit kannst du das Ende ja sehr beeinflussen mit anhand der Entscheidungen, die du so triffst. Hier auch, okay. Ja, Susi, weißt du, das ist ein Erwachsenenspiel, weil ich musste die ganze Zeit schon so machen. Detroit war schon gut. Das habe ich im Dezember, glaube ich, gespielt. Alleine. Da. Und da. Der Popo war eine Herausforderung. Tut mir leid, Kollege. Popo am Anfang. Ein nackter Mann. Halt. Oh, Quicktime-Event. 50 Scheine. Kein Küssen, kein Küssen. Ich weiß doch, wo sie sind. Ich dachte, der erste ist bei der Polizei. Nachdem ich den Gedanken verworfen hatte, wo er ist. Aber okay, er ist tatsächlich da, wo ich dachte, wo er ist. Wenn ihr versteht, was ich meine, was ich denke. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Boah, ey, Mädchen, Mama. Kein Stress. Dafür, dass ich 50 Mäuse bezahlen muss. 10 Minuten jetzt? Nein, ich wollte mich umgucken. Du solltest dich ausziehen. Deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Ganz Susi. Scheiße, ein Kopf. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun.
Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Was wollen Sie wissen? Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Ich mag ja die Optik, ne? Dass die manchmal die Es hat Szenen an dem Tag so wahnsinnig geregnet. Teilen. Das vergesse ich nie. Jetzt gerade. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Wissen Sie, ob etwas gefunden wurde? Hinweise, Zeugen? Nein. Sie sagten, er sei weggelaufen und würde bestimmt bald wiederkommen. Man fand die Leiche nach 5 Tagen, eine Origami-Figur in seiner Hand und eine Orchidee auf der Brust. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Bei den restlichen Fragen stellen. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas. Rufen Sie an. Kann ich Sie noch trösten? Ich bin Polizist, eigentlich. Muss mich nur mal kurz umgucken. Okay, dann gehen wir erstmal. Also Johnny ist tot und der Origami-Killer tötet nur Kinder. Quasi. Ja. Der hat Asthma. Okay. Oh, sie kommt besuchen. Lauren! Lauren, mach auf, Lady! Ich bin's! Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Halt, stopp!
Troy. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Was ist das? Du wieder? Wackeln? Du willst wohl eine aufs Maul? Big time! Ah, nein! Verdammt! Krieg das gerade. Ich weiß immer nicht genau, was ich hier machen muss. Wenn es den Controller so. Hackelt. Ach! Den Polizisten kannst du drauflegen, aber den Troy, da geht der Tisch kaputt. Man guckt nur darauf, was hier für Tasten kommt. Ich weiß nicht, was ich hier mit dieser Controller-Anzeige machen muss. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, Arschloch. Bis bald, Flittchen. Toll, ey. Sind Sie okay? Mach's gut, Franz. Vielleicht bis morgen dann. Schönen Abend noch. Mir ging's schon mal besser. Wer war der Kerl? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Jedenfalls hat er eine gute Rechte. Mr. Shelby? Ja. Danke. Okay. Mal gucken, ob ich es beim nächsten Mal hinkriege. Was ich noch sagen wollte, ich wollte sie ja nicht zum Wein bringen und dann die Bude durchsuchen. Ich wollte eigentlich erst die Bude durchsuchen, aber irgendwie ist dann das Gespräch losgegangen. Also Troy ist gewalttätig. Das ist einfach nur ein Ladebildschirm. Okay, jetzt gehen wir zurück zu ihm. Was ich erst noch sagen wollte, ich habe auch auf der Switch L.A. Noir. Das ist auch so ähnlich, würde ich sagen. Da ist man auch Ermittler quasi, muss mit verschiedenen Verhörtaktiken Fälle lösen. Das wäre vielleicht irgendwann auch nochmal was für einen Stream oder so. Also hier sind Reporter. Jetzt sind dann. Controller vibriert. Ist Ethan der Origami-Killer? Ich schmeiß es einfach mal so in den Raum. Ist Ethan der Mörder? Ja, deswegen dann gerade zum der Speck. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Ja, also jetzt spielen wir die dritte Person. Okay. Ist auch ein bisschen wie bei Detroit. Du spielst ja auch drei oder vier verschiedene Leute. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Das ist aber eine super Hilfe von dir. Ja,
Sag mal. Mal da hin jetzt. Muss hier reingucken. Kann ich hier was machen? Hier kann ich vielleicht noch mal fragen. Nein, den kann ich nicht fragen. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Reporter? Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen. Wenigstens für den Moment. Okay, das sagt mir jetzt auch nicht. Er wird mir ja nicht immer weiterhelfen. Da waren wir ja schon. Oh. Gut, wir können einfach hier drunter durch. Wir haben ja schließlich gezeigt, dass wir vom FBI sind. Was ist denn das für eine fancy Brille jetzt? Video Memo 1, Agent 470223, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Mal auf. Alles klar, Karin. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Ah, da ist irgendwas, was da ist. Danke. Schuhabdrücke. AI-Eintrag. Unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Ich muss mal kurz das Gelände absuchen. Ich mit meinen coolen Handschuhen hier noch was. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Hey. Hinten ist was, das hatten wir glaube ich auch noch nicht. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Vielleicht durch ein Blutfeld gegangen. Was hier hatten wir schon? Gern mit dem Herrn Blake gesprochen. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Hallo.
Hallo Redwood. Schönen guten Abend. Oh, Andreas Boranis, Lieutenant Blake. Oh, da ist noch was. Wir nehmen mal alle Spuren mit, weil ich glaube, es ist wie bei Detroit. Je mehr Spuren wir haben, desto besser. AI-Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. So, jetzt gehen wir zu Andreas Burani. Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Weil der sieht so von hinten mit dem Bart, sieht er ein bisschen aus wie Andreas Burani. Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Oh, wir sind allergisch gegen Botulinumtoxin. Wie die anderen. Ja, manchmal ist mein Kopf so. Ihr wisst doch, wie ich das meine. Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zerfahren... So, wir latschen gerade selber die ganze Zeit nicht hier vom FBI sind. Nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Oh, ich habe doch noch so viele Fragen gehabt. Ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Okay. Also ich glaube, wir sind allergisch gegen diese Pollen, die hier... Jetzt mal zu dem Zelt. Vielleicht kann ich mir die Leiche angucken. Ganz viele Fußspuren überall. Pollen hatten wir schon. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Nee, das ist jetzt Ethan. Jetzt zuerst. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Ja, das Ding ist, wenn das so rumfliegt, denke ich immer, ich muss ganz schnell entscheiden, welche Fragen ich jetzt stelle. Und dann kann ich nicht alles fragen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend, Behemoth. Falls du streamst, ganz viel Spaß. War schön, dass du da warst. Oh, das ist Ethan. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Ist das Ethan? Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy. Der hatte doch erst so eine Figur. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Ich dachte kurzzeitig, das ist Ethan. Sie,
Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Ich glaube, wir haben alles. Ich denke, wir haben hier erstmal alles erkundschaftet. Da hinten, das hatten wir noch nicht. Das leuchtet sehr orange. Okay, ich muss kurz gucken. Und dann gehen wir, glaube ich, mal zum Auto zu. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Guten Abend, Typ. Na, geht's euch beiden so? Ich hoffe, alles gut. Redwood hat ja vorhin auch schon Hallo gesagt. Okay, ich setz mal das Ding wieder ab. Wir gehen mal zum Auto. Vielleicht fahren wir direkt aufs Revier oder wir spielen erstmal wieder noch jemand anders. Ethan oder so. Alles gut, sehr gut. Aber kann ich mit den Reportern hier reden? Jetzt? Aber nicht. Nee, okay, dann gehen wir ins Auto und ich denke, wir rutschen dann jetzt in die nächste Szene. Nee, wollte ich nicht mal aussteigen. Wie geht's euch? Also mir geht's gut. Ich hab morgen frei. Deswegen kann ich heute ein bisschen streamen. Bin schon wieder fast 2 Stunden da. Oh, der Arm, der sah gerade nicht gesund aus. Sehr gut. Langes Wochenende. Muss schon sagen, so Freitag oder Montag frei zu haben, 3 Tage Wochenende zu haben, ist halt richtig Luxus. Nein, kein langes Wochenende. Bist du dafür Samstag oder Sonntag? Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Also das ist... Ein Schmetterling. Es ist ein Wolf. Ein Wolfskopf. Das sind Zwei Gesichter nebeneinander. Das Blut? Blut. Blut verteilt sich im Wasser. Oh, wir sind ein Versuchsobjekt. Irgendwas. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall.
Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Oh. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Ich habe zu langsam reagiert. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Homeoffice? Was fühlen Sie? Hier? Warum? Eigentlich war doch bei euch wieder normaler Dienst, oder? Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn Sean? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Warum wackelt das so? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Lange. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ah. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor.